Hallo und herzlich willkommen zurück zu Divinity Original Sin Enhanced Edition. Ja, und wir stehen jetzt hier immer noch rum und haben hier noch ein paar Sachen so, ne, zum Aufsammeln und vor allen Dingen zum Level Up. Uppen. Skillen. So, fangen wir mal an mit unserer Scarlet, die ja Bogenschützin ist. Und die hat schon sehr viel Gewandtheit auf, Dingens. Und ich würde aber trotzdem mal sagen, dass sie noch einen Punkt in Gewandtheit bekommt, damit nämlich schön 10 Gewandtheit hat, damit die hier auch schön Damage macht, weil die hier, die macht schon mit ihrer Armbrust schon richtig gut was an Schaden. Na, sie muss hier hinterherkommen. So, und jetzt in den Fähigkeiten. Verfügbar haben wir einen. Wir können auf Bogen natürlich gehen. Nicht. Wir können sparen. Verteidigung, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie. Das brauchen wir eigentlich eher nicht. Achso, da können wir einen Statuseffekt zu erhalten. Um 15% verringern. Aber. Wird nicht gesagt, ob es positiv oder negativ, oder? Ach doch, das steht da. Ah. Okay. Macht durchaus vielleicht Sinn, dass man das macht, vielleicht. Fähigkeiten, wie gesagt, brauchen wir nichts von hier außer Scharfschütze. Persönlichkeiten weiß ich auch nicht, ob wir da was gehen müssen. So wichtig ist es auch nicht. In Handwerk, ich weiß auch nicht, ob wir Telekinese unbedingt so skillen müssen. Böse Taten, na warum? Ja gut, den Sichtbarkeitsrat, ja, das ist halt auch nicht so wichtig. Also Taschendiebstahl ist auch nicht unbedingt so. Schlösserknacken haben wir da ja einen Skillpunkt schon drauf. Ja, die Frage ist jetzt, save ich den? Weil, ne, oder mache ich Körperstärke? Ah, das ist hier die Verteidigung da. Eigentlich, naja, nee, eigentlich ist es mehr so für die Tanks. Ja, was, aber sowas, ja. Ich hau hier aber mal einen Punkt drauf. Er ist an der Reihe. Ach komm, ich kann ihn ja hier irgendwie lassen. So, zack, er ist an der Reihe. Moment, sie erstmal sich selber. Er ist ja mehr so mit. Er ist ja aber auch irgendwie mit Nahkampfgedöns. Macht er ja, aber naja, gut, er hantiert mehr mit Zaubern. Das heißt, er bekommt auch nochmal hier auf den Punkt. So, du kannst durchaus. Zweihändig sind. Ja gut, das lassen wir mal so. Fähigkeiten und könntest. Ich weiß gar nicht, ob Frontkämpfer durchaus auch noch eine durchaus gute weil ich kann ja alles operieren. Ich glaube, ich hau mal hier Frontkämpfer bei ihm mal was rein. Geh's mal kurz in das Inventar von ihr. Ich habe doch hier so ein Frontkämpferbuch da. Gib das ihm. So. Und eine neue Fähigkeit erlernt. Also er hat eine neue Fähigkeit erlernt hier. Da. Göttliches Licht verursacht den Status warm und verringert Winkel beim Zielen. Ja gut, das ist natürlich eine Fähigkeit so. Ich lasse die mal erstmal, aber wenn es dann heißt so, okay, du hast zu viele Fähigkeiten erlernt, dann ist vielleicht göttliches Licht eine Fähigkeit von denen, die ich eher vergessen würde, weil die bringt einem ja im Schadenbereich ja gar nichts. Aber gut.
Und Johann. Johann hat auch noch. Johann braucht auch Intelligenz. So, Waffen hat er nichts. Er hat keinen einzigen Skillpunkt in Waffen. Aber was ist denn das Besondere bei ihm? Ja, dass er da ein bisschen mehr was hat. Ja, das ist ja... Nee, du bekommst ja auch immer einen Zauberstab, ne? Ein Skillpunkt. Nee, immer der. Was kommt denn da? Da hat auch noch keine Ringe und so. Und kein... Ja, der muss einfach noch mal ein bisschen besser ausgerüstet werden. Wobei die Gegner ja ihm auch nicht so viel Schaden gemacht. Also das ist doch schon eigentlich ganz gut. So, wir haben jetzt immer geskillt. Jahan... Nee. Back on your feet, Soldier. Zack. Und jetzt gucken wir mal. 13. Ja, hätte durchaus. Er sieht auch gar nichts. Und er? Nee, dann würde ich sagen sie. Weil sie hat nämlich noch gar nichts. So, Schriftteil der Vergiftungsheilung nehmen wir mal mit. Und... Gold. Zack. Moment. Ja, Hahn. So, hat er zumindest mal was auf dem Kopf. So, da oben ist noch eine Truhe. Gut, ich habe noch Robe ausgerüstet, die hat 46 Rüstungswert. Das heißt also, die brauche ich selber nicht. So. Gucken wir mal. Also, hier mein Roderick hat zumindest vielleicht Anspruch auf die Stiefel. Sie. Stiefel braucht sie nicht. Probe braucht sie nicht. Brauche auch nicht. Dann würde ich sagen, nimmt er hier die Robe. Und hier müsste eigentlich die Stiefel ganz gut, ne? Ja. Ja, dann haben wir das perfekt aufgeteilt. Läuft. Gut, weiter würde ich aber erstmal nicht gehen. Das liegt nämlich daran, weil wir dann da oben zu dem Bereich kommen, wo wir dann eigentlich auch hin sollen. Guck mal, wir können sogar schon... Können da gar nicht hinscrollen. Aber hier unten... Da ist der Eingang. Können wir gar nicht zurück. So. Ne, ich würde gerne nämlich dann erstmal so ein paar noch Gebiete hier unten noch so erkunden. Wir können auch noch mal ein bisschen hier. Vor allen Dingen, vielleicht sind wir ja jetzt sogar, ich weiß gar nicht, ob wir Level 4 oder Level 5 sein müssen. Könnten wir vielleicht noch mal hier vorbeischauen. Und ansonsten... Na, guck mal, kann man sogar markieren. Und ansonsten... Gehen wir da oben dann wirklich mal lang. Da gibt es ja noch Sachen zum Erkunden. Wir müssen nicht unbedingt sofort in Esmeralda das Versteck, aber erstmal möchte ich hier unten lang.
Wir können auch erstmal hier unten lang gehen und dann in Richtung erstmal rein das Versteck gehen, aber noch nicht da reingehen. Das können wir natürlich machen. Um dann erstmal nochmal die eventuellen Gegner da oben abzufarmen. Moment. Hier unten waren ja auch noch welche. Da. Das ist natürlich problematisch jetzt mit dem Wasser hier. Weil wir haben durchaus Betäubungsblitzeffekte. Na, egal. Die Flugscheuche ist ja kein Gegner. So. Erster Angriff. Die Bombengegner sind scheiße. Aber wir machen erstmal. Wobei, wir könnten. Reicht das soweit? Scheiße, nein. Weil die Bombengegner dürfen nicht mal. Wenn sie zu dicht an uns rankommen, dann machen die nicht BOOM! Und das ist nicht so schön. Sie kann noch nicht so weit. Lassen wir sie erstmal ein bisschen weiter rankommen. Was macht der da? Warm. Na, du hast ja viel Schaden gemacht. Welches Level bist du? Stufe 4. Nehmen wir hier ihn. Er ist aus dem Spiel, aber der ist auch gleich tot. So, jetzt ist ganz wichtig. Der muss nämlich weg. So. Weil ansonsten macht's Krabum und wir sind weg. Das wollen wir natürlich verhindern. Und der andere ist gleich mit explodiert, weil der Explosionsradius so groß war. Nice. Reicht. Ich kann ihn gar nicht anvisieren. Ist ein bisschen complicated hier gerade. Egal, komm, der passt. Ja, Reichweite ist kacke. Ja, gut, kommt da noch ein bisschen mehr ran. Oh, du hast irgendwie gar nichts gemacht bei mir. Ich habe abgeblockt. Wusch. Never rains, but it pours, eh? Death is its own deliverance! Das war ein Kampf, der durchaus, sag ich mal, nicht so ganz heftig war. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Da muss man aufpassen, wenn solche Bomben-Heinis da sind, dass man die rechtzeitig ausschaltet und vielleicht sogar auch, wie man das eben gesehen hat, in Range von anderen Gegnern, damit halt die vielleicht auch mit drauf gehen. Oh. Oh. Aufgrund von Stufenunterschied plus 1. Ja gut, aber... Den nehme ich. Das ist ein ganz toller Bogen. Der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So. Alles klar. So, wir haben einen besseren Bogen. Giftwolkenpfeil. Das war nicht so nett. Aber... Wir haben keinen Schaden genommen. Na gut, doch hier, ja, ein bisschen, aber... Ja, Hahn kann das hier mal löschen. Ah, nee, aber es regnet sowieso. Alter. Aber wir will regnen jetzt nochmal. Lassen das nochmal ein bisschen mehr regnen. Vielleicht lässt sich das ja löschen.
Truhe würde ich ja gerne trotzdem ja nutzen. Also das müsste eigentlich... Ja, Wasserzauberstab. Da ist der Hahn nur ein bisschen besser dran, würde ich sagen, ne? Ja, der Hahn auch. Das ist jetzt nicht so was für Jahan. Das ist auch nichts für unseren anderen Heini. Doch das hier vielleicht. Aber ansonsten... Ja gut, dann nimmt er einfach nochmal mit und... So. Ja, die Gegner... War das eine E-Mail? Das war eine E-Mail, oder? Das war eine E-Mail. Ich dachte schon, das wäre wieder ein Pokémon, was aufgetaucht ist. Nee. So. Was haben wir denn hier? Nichts drin. Alles klar. Das ist ja sehr viel. So, wir gehen jetzt mal hier oben weiter. Ich glaube, hier oben spawnen auch nochmal. Sind auch nochmal Gegner. Ja, guck mal da. Das ist auch ein fies... Ich glaube, da sind auch so Bombengegner drin. Das ist natürlich... Nicht so geil, aber gut. So, wir warten noch mal kurz. Da sehe ich doch schon so einen Bombengegner. Ich kann normalerweise auch keinen Erstangriff machen, weil wenn ich hier hinlaufe, dann triggert sofort der Kampf. Und ich speichere auch noch mal davor. Ich bin der Cooldown abgelaufen ist jetzt. So. Kann ich... Ja, jetzt ist er getriggert. Ich würde ihn nicht gerne im Nahkampf da an diesen Bombenhain hier ranlassen. Warte mal. Wow. Ich glaube, wir sind nicht vergiftet. Oh, das steht aber knapp in der... Nice. So. Die kann sie feuern? Nee, kann sie nicht. Schade. Reicht das hier? Ja. Na, das hat ja viel gebracht. Ich würde sie gerne hier wegbewegen. Nein! Alter, was macht sie da? Oh Gott, nochmal neu laden. Ich hab doch auf den Gegner geklickt. Und dann bin ich entweder weggerutscht oder... Oh Mann, sowas ist doof. Und dass man das dann nicht irgendwie, dass man dann nicht eine Möglichkeit hat, irgendwie den Zug rückgängig zu machen. Das ist einfach... das ist so doof. Oh, komm hier, schnell mal hier ein bisschen... das ist... Guck mal, ich geh jetzt mal hier hin. Kann ich von hier... Das geht. Aber den nehme ich schon mal weg. Durchaus gar nicht mal so doof. Ja. Die Giftwolke ist jetzt relativ uninteressant. Also die brauche ich jetzt auch nicht mehr zu beachten, denn... Da wird wahrscheinlich gleich einer drin. Ah, guck mal. Oh, diesmal mache ich den Fehler jetzt aber nicht. Wie viel Leben hat er noch? Ja. So.
Nee, warte mal. Dahin. Jetzt. Haha, du wirst hier nicht rankommen. So, du liegst da schön. Und eigentlich habe ich geplant, wenn der da drin bleibt, dass ich da Feuer reinballer. Pokémon ist gespawnt! Kurz warten. Ja, gerade ein Taubsi aufgetaucht. Ist voll wichtig. Und ich hoffe, es bleibt im Ball drin. Natürlich nicht. Was? Keine Internetverbindung? Achso. Oh, fick dich, Taubsi. Fehler. Oh nein, es ist... Oh, die Server haben wieder Probleme bei mir gerade. Jetzt habe ich 3 Pokébälle verschwendet. Und obwohl ich im WLAN drin bin, habe ich gerade keine Internetverbindung gehabt. Und dann gab noch einen Fehler hinterher. So ein Bug-Scheiß, echt. Nee, wir machen weiter. Und zwar ist jetzt hier unser Jahan dran, ne? Was machst du denn jetzt am besten? Du stehst jetzt gerade richtig kacke, finde ich. Das Taubsi ist wieder aufgetaucht. Ich werde es eliminieren. Ja, es ist im Ball drin geblieben. Geil. So, das ist doch hier unsere Dingens. Wieso hat ihn hier keine Feuerpfeile mehr? Habe ich die rausgezogen? Ich kann es entwickeln. Ich gehe mal kurz ins Inventar. Hier doch hier Feuerpfeile. Wieso sind die nicht in der Leiste drin? Da. Wusch! Das wollte ich nämlich machen. So, entwickeln. Taubsi. Kriegen nämlich schön Level Up hier. Wo ist denn hier noch einer? Da. Kritische Tra- Moment, ich muss es hier kurz wegschicken. Ja. Nice. Level up. So, jetzt muss der Server das nur noch checken und mir die Anzeige geben und die Items. Das dauert ja auch mal ein bisschen. Und dann... Geil. So. Kampf erfolgreich gemeistert. Problem an der ganzen... Ah, das Gift ist weg. Das Feuer ist auch weg. Nice. So will ich es haben. So. Looks like more of the legionnaires said to investigate the lighthouse. Stay sharp, or we'll end up the same. Ja, wir wären so verendet, wenn wir nicht intelligent werden. Und, ne? Und dadurch, dass wir so... Oh, jetzt habe ich... Oh, geil, was habe ich denn? Alter, Level 10, ja, Stufenaufstieg. Der Server hat's gecheckt. Werde ich gleich mal gucken, was ich alles für Items bekommen habe. Ich hoffe mal ein paar Pokébälle, mir gehen die nämlich langsam wieder aus. So, zack. Was hab ich denn jetzt? Hier unten ist eine Falltür übrigens. Und hier ist der Schlüssel für die verborgene Falltür. Praktische Leitfaden für Abenteurer. Schauen wir uns das doch mal an. Den praktischen Leitfaden für Abenteurer. So, zuletzt hinzugefügt. Praktische Leitfaden für Abenteurer. Ich bin kein Holzfäller, aber mir
Ja, aber mit einer Axt kann ich aus einem Stück Holz einen guten, soliden Knüppel machen, wenn ich einen brauche. Ein paar alte Knacker haben mich gefragt, ob sie die Holzspäne haben können, die dabei übrig geblieben sind. Und ich habe sie ihnen überlassen. Keine Ahnung, was sie damit vorhaben. Neues Rezept Holzspäne. Okay. Gut, wir können hier nochmal in den Holzkisten auch gucken, was wir hier haben. Ein bisschen Wasser. So, wir können jetzt einfach hier das weg. Ja, komm. Na, nicht verarschen. Wo kann ich das denn? Da kann ich das denn. So, guck mal hier. Hallöchen! Hier haben wir eine vergessene Gruft. Das ist ja mal interessant. So, hier haben wir. Eine leere Flasche. Fertigkeitsbuch. Zerkrüppelten Schlags. Kommst du? Stufe ist nicht zu hoch. Schade. Noch geht's nicht. Ja, die Bücher. Geheimnisse der Schriftrolle. Ein Zauberspruch kann nicht auf normalem Papier leben. Das Papier muss zuerst mit Feenstaub magisch gemacht werden, damit es bereit ist für die Magie, die durch euch durchfließen wird. Wenn ihr mit einer magischen Schreibfeder schreibt, lasst euch von eurem Geistern leiten. Man weiß nie, was dabei herauskommt. Aber Überraschungen gehören dazu. So, neues Rezept. Geil! Und noch ein neues Rezept. 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 Folgende Flüssigkeiten. Tränke machen euch nicht unbedingt stark oder eure Feinde schwach. Sie können euch auch... Die machen euch nicht... Achso, habe ich ja gesagt. Sie können euch auch, wenn sie weise gebraut, von den Elementen beschützen. Das stimmt. So Resistenztränke. Durchaus praktisch. Leere Flasche brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ein Stärketrank, warum nicht? Dingpilz. Nein! Nehmen wir mal so mit. Ja, das war's auch hier schon drin. Aber warum nicht hier mal vorbeischauen? Denn das Vorbeischauen selbst bringt ja schon Erfahrung. Also lohnt sich. Ach, das haben wir noch nicht reingeguckt. Da ist nichts drin. So, F5. Aber wieder ein bisschen gespeichert. Wir gehen weiter, denn hier haben wir noch ein bisschen was zu entdecken. Ja, das da unten übrigens, das ist wie gesagt die Höhle. Die kann man aber auch nur vom Strand aus entdecken. Aber hier durchaus gibt es auch noch einen Teil, den man von hier oben entdecken kann. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir da nochmal hingehen. Wir sind ja, was sind wir für ein Level? Wir sind Level, ja, Level 4 so. Wenn wir jetzt vielleicht so mit Level 4 da unten hingehen zum Strand, wäre das durchaus gut. Yes, well, give me a more. Oh, thank the seven. Lucia, it's the Source Hunter. We're not going to die on this haunted cliff after all. Yeah. Who's dying? We're just resting up. The calm before the storm. Those ghosties at the lighthouse won't know what hit 'em. Die Geister im Leuchtturm. There's certainly something fishy happening. The light shines sure as the tides. Though there's not been an attendant there for nearly two decades. Our platoon made a pact with Selenia. We'd check out the lighthouse, and if we made it back, we'd get a ticket home. Ich sehe gerade die Leute im Krankenhaus bei mir nebenan, spielen sie einfach auch Pokémon Go. Die haben gerade ein Lockmodul gezündet. Beim Pokestop im Krankenhaus.
Ah, cool. Dann machen wir weiter. Das ist hier gar nicht mal so wichtig. What Selenia failed to mention was that it wasn't just the ghosts at the lighthouse we had to worry about. It was every savage skeleton on the way there and back too. When we started, we were seven. Now, Lucia and I are the last alive.